Guten Abend. Hier spricht der Bormann aus Berlin, der Lehrer. Warum sitze ich im Dunkeln? Ganz einfach, weil hier nicht mehr Laternen herumstehen. Was ich Sie fragen wollte, sind Sie gesund? Wieso ich das frage? Naja, weil es ist uns ein bisschen das Gefühl dafür verloren gegangen, was überhaupt gesund ist, nicht wahr? Ich habe jetzt mal nachgeschlagen für Sie. Die Definition der Gesundheit kann man direkt in der Verfassung der WHO nachlesen. Da gehört sie auch hin. Und das soll hier auch vorzugsweise verkündet werden, was die WHO sagt, nicht wahr? Also, ich lese es Ihnen vor, von meinem Prompter, der hier vor mir liegt. Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Tja, vielleicht gibt es da noch neuere Definitionen, die ich da nicht kenne, aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Definition. Weil die sagt doch ganz klar aus, dass ein negativer PCR-Test nicht ausreicht, um gesund zu sein. Wir müssen also mehr für unsere Gesundheit tun. Wir brauchen weitere Tests. Zum Beispiel für das geistige Wohlergehen, ja? Oder für das soziale Wohlergehen. Haben Sie genug zu essen? Wohnen Sie in vernünftigen Behausungen? Haben Sie einen vernünftigen Job? Haben Sie ein vernünftiges Lebensumfeld? Gehört ja alles mit dazu. Ist bei Ihnen um die Ecke eine coole Kneipe? Wird da Musik gespielt? Wie viele Leute täglich umarmen Sie? Gibt es Leute, die Ihnen auf den Sack gehen, so richtig nerven? Die Ihnen irgendetwas aufdrücken wollen, was Sie nicht wollen? Das kann ja sein. Ja. Also das sind alles Anzeichen eines Zustands, den man nicht als gesund bezeichnen kann. Und in dieser Zeit muss man sich ein bisschen orientieren und mal ein bisschen umschauen, was man denn so findet. Zum Beispiel könnte man sich ein paar Statistiken mal durchlesen. Wie gefährlich ist für mich persönlich Covid-19? Wird es mich jemals erwischen oder niemals? Man könnte sich auch mal überlegen, ob es nicht ausreicht, diejenigen zu impfen, die sich für Risikogruppen halten. Wenn wir eine über 90-prozentige Sicherheit haben bei den Impfstoffen, das ist doch mal eine Zahl. Also die ist richtig gut. Sie können auch noch mal nachschlagen, wie großartig sich das Durchschnittsalter der Corona-Toten vom Durchschnittsalter der normalen Bevölkerung unterscheidet. Das findet man auf den entsprechenden Seiten vom Bundesstatistikamt, vom RKI, von einigen anderen Seiten, die ich Ihnen hier in die Beschreibung als Links mit einfüge. Da können Sie dann mal ein bisschen suchen. Ja, also sehr sinnvoll, weil diese Arbeit müssen wir uns jetzt machen, damit das neue Jahr nicht so wird wie das alte oder vielleicht sogar noch schlimmer. Ne? Dass Leute Ihnen erzählen können, es reicht, dass sie sich impfen, dass sie dann gesund sind. Das reicht nicht. Ne? Also wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Die Kneipe muss wieder aufmachen, meine Restaurants müssen wieder aufmachen, wir wollen wieder ins Kino gehen, wir wollen wieder alles machen, was wir vorher auch gemacht haben. Ne? Ist doch klar, wer will darauf verzichten? Also, so nach und nach werden wir unsere neue Normalität bauen, wir selbst. Weil der Klaus Schwab kann das nicht, auch wenn er das vorgibt. Und
seine ganzen Kumpels, die hier in unseren Eliten herumhüpfen und sich für zukünftige Kanzler halten und für heutige Ministerpräsidenten und irgendwelche komischen Maßnahmen hier durchziehen, das kann bestenfalls ein Anfang sein, ne? Vielleicht ist es ja ein guter Anfang, vielleicht ist es auch ein schlechter Anfang, vielleicht müssen wir diese Leute austauschen. Tja, also, ist ja nicht unmöglich. Also in der Demokratie wählt man sich seine Politiker, ne? Also das sind Staatsdiener. Staatsdiener sind dazu da, um für uns zu sorgen. Und ich lese Ihnen nochmal vor, was in der Definition der WHO zum Punkt Gesundheit steht. Da steht, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Da sollten wir hinkommen. Machen Sie Vorschläge, wie es geht. Die möchte ich hören.